Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat am Donnerstagmittag seinen neuen Cheftrainer Marco Kurz der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach einer intensiven Suche war die Wahl kurz vor Heiligabend auf Marco Kurz gefallen. Der neue Übungsleiter der Fortuna möchte sich zumindest vorab noch auf kein festes Spielsystem festlegen. Es war eine lange Suche, eine intensive Suche. Dazu wird Rashi gleich ausführlich Stellung nehmen. Es hat Spaß gemacht, es war größte Sorgfalt bei der Auswahl des Trainers am Ende und ich bin sehr glücklich und froh, dass wir jetzt hier heute Marco Kurz vorstellen können. Es war eine sehr intensive Suche. Wir haben uns auch die Zeit genommen, um das auch sorgfältig zu machen und sind ja, glücklich, dass wir mit Marco dann kurz vor Heiligabend, kurz vor dem 24. Die Personalie dann auch bekannt gegeben haben. Die Entwicklung ist da, aber wir müssen sie natürlich fortsetzen und wir müssen auf jeden Fall alle nochmal eine Schippe drauflegen, weil die letzten 15 Spiele gehen schnell vorbei und von daher müssen wir von der ersten Sekunde an wach sein. Ich bin froh, hier zu sein, freue mich auf die Aufgabe. Ich denke, es ist eine tolle Aufgabe, es ist ein tolles Fundament hier. Wir haben einen Traditionsverein mit einer wahnsinnigen Fanbasis, mit einer wahnsinnigen Region, mit einer tollen Unterstützung und das heißt eben für uns wieder, das in eine richtige Bahn zu lenken. Und da bin ich sehr froh drum und auch sehr stolz drauf. Und seit heute, wie Rashid gesagt hat, seit heute sind wir im Trainingsbetrieb, beginnt mit dem Laktattest und jetzt beginnt natürlich die sehr intensive Phase der Vorbereitung, wo die Mannschaft mit unheimlichem Willen, mit unheimlichem Ehrgeiz und auch sehr positiv Tag für Tag arbeiten muss, um letztendlich auch unser gemeinsames Ziel, und das wird natürlich sein, die Liga zu halten, was das Mittelfristige betrifft, aber dann auch hinsichtlich im ersten Spiel dann auch hier gegen Heidenheim so parat zu stehen, um die Zuschauer, die Fans mitzunehmen, um hier ein gutes Spiel absolvieren zu können. Das ist das Ziel. Ja, ich glaube, wenn man die Liga sieht, ist sie doch sehr ausgeglichen in der Breite. Ja, sehr gut aufgestellt, bis vielleicht auf die 2, 3 Ausreißer nach oben, ja, die sich momentan da auch positionieren. Das heißt, dass ich durchaus der Überzeugung bin, dass der Kader und die Spieler, die aktuell vor Ort sind, ja, dass die das Zeug dazu haben, wirklich zu bestehen. Ja, zu bestehen auch gegen die 2, 3 Ausreißer, was das direkte Duell betrifft. Ja, also ich habe die Überzeugung in die Mannschaft. Ja, ich glaube, man muss auch immer betrachten, wie ist der Moment. Ja, es ist kein einfacher Moment, in dem wir uns befinden. Wie ist das Spielerpotenzial, das ich vorfinde? Wenn ich einen Stürmer habe, kann ich mit 2 spielen. Von daher glaube ich, wird es wichtig sein, die Analyse, die wir schon gemacht haben, wirklich im Training fortzuführen. Ich habe das erwähnt, dass wir eine Stabilität brauchen, eine gute Balance im Spiel, dass immer wichtig sein wird, dass alle Spieler auf ihren Positionen wirklich gut geschult sind, dass sie wissen, was gemacht wird, ja, dass du eine Kompaktheit aufweist im Spiel. Das heißt, egal auf welcher Höhe wie du attackierst, dass du einen gemeinsamen Mannschaftsblock hast, das wird enorm wichtig sein. Und natürlich, ich meine, da habt ihr mehr Erfahrung durch die letzten Spiele. Wir müssen torgefährlicher werden. Ja? Die Torgefahr, die Abläufe müssen abgestimmt werden, wir müssen entschlossener werden und dann natürlich auch immer wieder die großen Fehler zu minimieren. Ja, das, glaube ich, wird der Ansatz sein. Ich würde mich gar nicht festlegen auf eine Systematik, weil ich glaube, wenn der Anpfiff ist, dann ändert sich jede Systematik im Spiel. Es ändert sich jede Systematik auch ein Stück weit nach der Ausrichtung, wie ein Gegner mir begegnet. Ich bereite meine Spieler so vor, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich wirklich sicher sind und ich bereite sie auch so vor, dass sie in jede Partie gehen, um zu gewinnen. Und das wird entscheidend sein.